59:54. Die Nachspielzeit ist um, aber die Partie ist noch nicht beendet. 59:53. Die Führung kam durchaus überraschend. 1860 schmeißt jetzt noch einmal alles nach vorne. 59:52. Offizielle Nachspielzeit. Minuten 28:28:49. Tor für SG Sonnenhof Großasbach. 1:0 durch Kai Brünker, der Nachschuss sitzt. Bina Kai schießt schwach hin die rechte Ecke und Hiller kann parieren, aber nicht festhalten. Brückner ist dann als erster zur Stelle und der Nachschuss ist drin. 8:27:48. Elfmeter verschossen von Skiprim Binakai, SG Sonnenhof Großasbach. 8:27:48. Elfmeter für die Hausherren. Paul kommt zu spät und legt Marco Hingel mit einem Tackling um. 8:24:46 gelbe Karte für Patrick Koroba, SG Sonnenhof Großasbach. Für das Halten, mit dem Koroba den TSV-Angriff stoppt, zieht er noch die gelbe Karte. 8:24:46, jetzt wird es hitzig. Der TSV gewinnt den Ball und die SG-Spieler sehen dabei ein Foul. Die Pfeife bleibt aber stumm und die Gäste fahren einen Konter. Der wird dann mit einem taktischen Foul von Patrick Koroba unterbunden. Großasbach hat Diskussionsbedarf. 8:22:43 Einwechslung bei SG Sonnenhof Großasbach - größer als Skiprim Binakai. 8:22:43 Auswechslung bei SG Sonnenhof Großasbach - größer als Philipp Hercher. 7:29:40 gelbe Karte für Daniel Wein, TSV 1860 München. Daniel Wein unterbindet einen Angriff der SG auf der linken Seite unsportlich. Zorn zückt die Karte. 7:27:39 Weber legt den Ball von der Grundlinie auf Dressel ab, der freistehend aus 11 Metern abschließen kann. Sein Schuss wird jedoch vom eigenen Mitspieler über das Tor gelenkt. Die Kugel wäre gefährlich auf das lange rechte Toreck gekommen. 7:25:39 noch 15 Minuten. Wem gelingt hier noch ein Tor? 7:24:35 den Freistoß fängt aus dem linken Halbfeld, fängt Kevin Broll locker ab. 7:23:34 Julian Leist ist erbost über einen Freistoßpfiff von Schiedsrichter Justus Zorn. Dafür gibt es eine deutliche Ermahnung. Beim nächsten Mal gibt es Gelb. 7:20:32 Einwechslung bei TSV 1860 München - größer als Alessandro Abruschia. 7:20:32 Auswechslung bei TSV 1860 München - größer als Markus Zier. Als 6:29:32 Melders ist frei durch, aber ein Pfiff unterbindet seinen Lauf in Richtung Tor. Abseits. Ganz knappe Entscheidung. 6:20:268 1253 Zuschauer sind an diesem Montagabend in der Aspacher Mechatronik Arena dabei. 6:20:25 Die Abwehrreihen machen ihren Job auf beiden Seiten sehr gut und unterbinden die Angriffe des Gegners frühzeitig. Im letzten Drittel kommt es daher kaum zu Aktionen. 5:20:22 Einwechslung bei TSV 1860 München - größer als Kotovikus. U 5:20:21 Auswechslung bei TSV 1860 München - größer als Stefan Lex. 5:20:21 Einwechslung bei SG Sonnenhof Großasbach - größer als Marco Hingel. 5:20:21 Auswechslung bei SG Sonnenhof Großasbach - größer als Zlatko Janic. 5:20:19 gelbe Karte für Philipp Hercher, SG Sonnenhof Großasbach. Nach einer Grätsche gegen Dennis Dressel sieht Philipp Hercher die gelbe Karte. Es ist seine 5.
in dieser Spielzeit, weshalb er nächstes Wochenende fehlen wird. 5420:15 erste Gelegenheit der Löwen durch Benjamin Kinswarter, der sich aus halblinker Position rund 20 Meter vor dem Tor mal traut, aber sein Schuss geht gut einen Metern über den Querbalken. 5220:14 Kai Gehring wird ein Ball im Strafraum zugespielt und er steht frei vor Marco Hiller, dann sorgt ihn ein Abseitspfiff. 5020:12 nach einer kleinen Verletzungsunterbrechung geht es weiter. Dominik Peleven wird noch draußen behandelt, aber kommt gleich zurück. 4820:09 die erste Aktion gehört den Gastgebern. Ein Freistoß aus zentralen 30 Metern von Slatko Janjic kann Marco Hiller aus der linken Torecke zur Ecke abwehren. 4620:07 ohne Wechsel geht es weiter in Großasbach. Die Löwen spielen nun in Richtung Gästeblock. 4620:06 am Pfiff zweite Halbzeit. 4519:53 Halbzeitfazit. Nach 45 Minuten steht es zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem TSV 1860 München 0:0. Nachdem die Gastgeber zunächst den besseren Start erwischten und beinahe bereits in der zweiten Minute durch Philipp Hercher in Führung gegangen waren, kamen auch die Löwen besser ins Spiel. Es entwickelte sich eine recht muntere Partie, in der beide Mannschaften in der Offensive bemüht waren, aber es nicht schafften, klare Torchancen zu kreieren. Nachdem das Spiel dann mehr und mehr etwas abflachte, kamen beide Clubs zum Ende der ersten Hälfte nochmal gefährlich vor das gegnerische Tor. Trotzdem blieb es beim torlosen Remis. 4519:49 um 2 Minuten wird die erste Halbzeit verlängert. 4219:47 es ist wieder mehr los hier. Dieses Mal ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld von den Löwen, der hoch und weit kommt und am Elfmeterpunkt runterkommt. Dort verlängert Simon Lorenz die Pille gefährlich in Richtung Tor, aber Kevin Broll steht gut und kann die Situation entschärfen. 4119:46 gelbe Karte für Kai Brünker, SG Sonnenhof Großasbach. Brünker zieht am Trikot von Lex und sieht dafür zurecht die gelbe Karte. 4019:45 nach einer Ecke wird es auch im Strafraum vom TSV gefährlich. Der lange Ball kommt zu Philipp Hercher, der noch ein Stück hinter dem zweiten Pfosten steht. Er kommt zwar als erstes an das Spielgerät, aber kann den Schuss nicht platzieren, sodass dieser noch abgeblockt werden kann. 3719:42 immerhin mal ein Schuss von 1860, aber Kevin Broll kann ohne Probleme den Versuch von Stefan Lex aus rund 18 Metern parieren. 3519:40 10 Minuten sind in der ersten Halbzeit noch zu spielen. Welches Team kann hier nochmal etwas Tempo machen? Das ist derzeit nämlich in beide Richtungen nicht vorhanden. 3219:37 spielerisch geht hier nun auf beiden Seiten wenig und auch die langen Bälle finden keinen Abnehmer. Die Unterbrechung scheint beiden Teams nicht gut getan zu haben. 2819:33 Einwechslung bei SG Sonnenhof Großasbach Bindestrich größer als Patrick Koroba. 2819:31 Auswechslung bei SG Sonnenhof Großasbach Bindestrich größer als Sebastian Bösel. 2719:31 es gibt eine Verletzungsunterbrechung. Sebastian Böse muss am Knöchel behandelt werden, nachdem er in einer Szene zuvor von einem Löwenspieler getroffen wurde. Beide hatten das Bein hoch, daher ist keine böse Absicht zu unterstellen. Wahrscheinlich geht es für IHH aber nicht weiter. Das ist bitter. 2519:30 Kevin Broll ist zur Stelle. Stefan Lex kommt mal auf der rechten Seite durch und kann scharf vor das Tor flanken. Broll kommt aber vor dem einlaufenden Sascha Mölders an den Ball. 2119:26 Die Partie ist nun etwas abgeflacht. Es wird sich mehr und mehr auch für einen Sicherheitspass hintenrum entschieden. 1719:2116 Mal hat die SG Sonnenhof Großasbach in dieser Saison bereits unentschieden gespielt.
ob es heute wieder ein Remis gibt. Nach dem bisherigen Spielverlauf ist das nicht auszuschließen. Beide Vereine sind zwar in der Offensive bemüht, aber klare Strafraumszenen bleiben derzeit aus. 1419:18. Das Geschehen spielt sich jetzt weitgehend im Mittelfeld ab. Beide Teams gewinnen die wichtigen Zweikämpfe in der eigenen Hälfte. Nur jeweils einen Eckball auf jeder Seite gibt es zu verzeichnen. 1919:14. Jetzt sind auch die Löwen besser im Spiel und gehen mehr Wege nach vorne. Das Zusammenspiel sieht nun besser aus als in den ersten Minuten. Insgesamt eine recht muntere Partie. Im letzten Drittel sind beide Mannschaften aber noch weitgehend ungefährlich. 719:13. Großaspach agiert sehr kämpferisch und greift früh an. Bei Ballüberfluss müssen sie aufpassen, dass sie sich keinen Konter fangen. 419:08, ein guter Auftakt der SG, die mutig agieren und nach vorne spielen. Der Ballbesitz der Löwen hält bisher nur bis zur Mittellinie. 219:06, dennoch die erste Möglichkeit haben die Gastgeber. Über rechts setzt Brünker Hercher in Szene, der frei in Richtung Tor zieht, aber die Kugel links am Tor vorbeischießt. 119:05, der Ball rollt. Großaspach spielt zunächst von rechts nach links. Es sind viele Löwenfans mitgereist, die hier lautstark auftreten. Das wird nicht nur aufgrund des Gegners eine richtig schwere Aufgabe für Großaspach. 19:02, nun laufen die Mannschaften ins Stadion ein. Die Gastgeber spielen in Rot und der TSV im hellblauen Dress. Es geht also gleich los. 18:55 Uhr. Auf Twitter gibt der TSV 1860 gerade bekannt, dass das Spiel etwas später beginnen wird, da noch viele Fans der Löwen vor den Stadiontoren stehen. 18:54 Uhr. Daniel Birufka nimmt die beiden gesperrten Efkande Kirolo und Prinz Oyusu raus. Dafür springen Dennis Dressel im Mittelfeld und Markus Ziereis im Sturm ein. 18:47 Uhr. Beide Trainer nehmen jeweils zwei Wechsel im Vergleich zur Vorwoche vor. Bei der Heimmannschaft nimmt Trainer Florian Schnorrenberg Jamil Diem und Timo Röttger aus der ersten Elf. Für sie stehen Michael Fitztum und Philipp Hercher auf dem Rasen. Damit nimmt Schnorrenberg mit Röttger einen nominellen Stürmer raus und bringt dafür einen zusätzlichen Mann im Mittelfeld. 18:36 Uhr. Die SG hatte zuletzt nach einem Sieg gegen die Würzburger Kickers wieder neue Hoffnung im Abstiegskampf getankt. Am vergangenen Wochenende verlor man jedoch mit 2:1 gegen Meppen. Durch Siege von Jena und allen, die an die Großaspacher ranrückten, stehen diese heute noch eine Ladung mehr unter Druck. 18:32 Uhr. Schaut man auf die vergangenen 5 Spiele, sieht es beim TSV deutlich besser aus. 3 Siege gab es insgesamt zu verzeichnen und nur eine Niederlage gegen die Würzburger Kickers. 2:1. Zuletzt trennte sich Imansen-Chef von Daniel Birufka 1:1 von Eintracht Braunschweig. 18:29 Uhr. Schiedsrichter der Partie ist der 28-jährige Justus Zorn, der sein 37. Spiel in der 3. Liga pfeift. Ihm unterstützten an der Seitenlinie Tobias Döring und Mario Hildenbrand. 18:25 Uhr. Die Bilanz der beiden Teams gibt noch nicht viel her, denn im Hinspiel trafen sie das erste Mal aufeinander. Am 13. Spieltag trennte man sich mit 2:2. Mölders schnürte damals einen Doppelpack für die 60er. 18:13 Uhr. Der Klub aus München geht als klarer Favorit in die Partie und möchte sich in der oberen Tabellenhälfte weiter etablieren. Mit gleich 3 anderen Teams sind sie punktgleich. Der Gastgeber steht auf einem Abstiegsplatz und braucht unbedingt einen Sieg, um an Braunschweig und Lotte vorbeizuziehen. 18:09 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zum Abschluss des 32. Spieltags der 3. Liga zwischen SG Sonnenhof Großaspach und dem TSV 1860 München. Anstoß ist um 19 Uhr in der Mechatronik Arena in Aspach. Viel Spaß!